Einen wunderschönen guten Tag. Wir starten direkt im Haus des Kapitäns nach 24 Stunden Spielzeit knapp. Und ja, ich weiß genau, was sie sagen will. Damit wird jede Aufnahmesession leider beginnen. Es sei denn, ich hole mir mal wieder normale Batterien und keine Akkus, die ja sofort immer hier irgendwie als leer angezeigt werden. Und ich lade sie einfach nicht ordentlich auf. Ich sehe es auch gar nicht ein, es kostet Strom. Gut, wir sind etwas hier in der Wüste, im Sandmeer, im Ozean, wo wir noch nie zuvor waren, wo keiner vor uns war. Ob es da noch irgendwas gibt? Ich erinnere mich leicht, dass das jetzt ziemlich geil wird. Ich könnte mich auch irren. Ich probiere es mal damit. Ich muss unbedingt dieses Upgrade besorgen. Oh nein! Nochmal zurück. So, und dann nehmen wir das einfach mit. Und, schön, dass die Hitbox dann doch besser als Twitch ist. So, Dankeschön. Dann gehen wir hier weiter. Ja, was müssen wir eigentlich machen? Wir müssen für den Kapitän die Seekarte aus seinem Haus holen. Er kennt sich zwar hier aus und er könnte bestimmt auch hinfliegen, aber er will nicht. Den kann man doch auch so kaputt machen, oder? Lebt er noch? Mein Schwert ist stärker geworden, man merkt es eindeutig. Normalerweise braucht man nämlich meines Wissens zwei von diesen Himmelsschlägen mit dem Schwert. Toller neuer Entehaken. Ja, so ein hochgelegenes Haus möchte ich auch mal haben. Da kommt niemand hin. Nur die echten Abenteurer. Und du vertikal. Ich hab's wieder verwechselt, ne? Der war horizontal. Nein, der war wert. Das ist grauenvoll, diese Verwechslung. Ich komme damit nicht so ganz klar und ich bin auch verwirrt. Die kennen mich, nämlich aus Twilight Princess. Muss ich auf die warten oder komme ich direkt? Nee, auf den muss ich warten. Hoffentlich kommt jetzt. Nee, ich muss gar nicht warten. Der hängt da einfach. Und der wird auch nicht runterfliegen, weil ich keine Eisenstiefel anhabe. Haben kann. Hier gibt es nämlich keine. Bin ein bisschen, keine Ahnung, irgendwie verwirrt. Ich weiß auch nicht warum. Wie viel Uhr haben wir? Wir haben es noch nicht mal 11. Ja. Vielleicht ist es echt einfach zu früh für mich. Also 11 Uhr abends. Trotzdem. Ist immer so nach den Ferien. Oder am Ende der Ferien, da hat das Biorhythmus-System dann keinen Bock mehr auf irgendwas zu hören. Deswegen ist es gut, dass es dann wieder nochmal weitergeht. Zack. Bitte öffne dich. Sesam, öffne dich. Ist das eine Höhle? Keine Truhe? Ich hätte irgendwie mit einer Truhe gerechnet. Was ist das denn für eine fiese Falle? Ja, dann schlage ich einfach drauf. Irgendwann treffe ich schon den richtigen. Irgendwas ist was los. So. Aber alles okay. Was hat mir das jetzt gebracht? Nur mal so aus Interesse. Eine schöne Aussicht. Ist ja auch nicht zu verachten, ne? Mal eine schöne Aussicht. Da haben wir noch eine Truhe. Wieso habe ich die übersehen? Den kann ich am Anfang nochmal holen beim nächsten Mal. Da komme ich ja auf dem Rückweg wahrscheinlich nochmal vorbei. Aber ich weiß jetzt nicht, was mir das... Oh, da ist jemand. Ein falsches Item. Nehmen wir doch diesen hier. Probieren Sie diesen. Vielleicht funktioniert der da. Das mache ich jetzt von hier aus. Zum Glück ist das ja alles abgetimt. Ach, ist das der richtige Weg gewesen? Ich wollte mich da eigentlich noch umgucken. Da war doch... War da die Truhe? Wir lassen es erstmal sein. Wir kümmern uns erstmal um das eigentliche Ansinnen, bevor wir noch unnötig rumirren. Ich kann leider nicht mit der Kamera irgendwie... Ah, doch ein bisschen hier beim Schwenken. Bei Wind Waker und Twilight Princess auf dem Gamecube war das halt so schön mit dem gelben C-Stick. Das ging nirgendwo anders mehr. Vorher oder nachher nicht. So. Ja, damit. Eine Ameise, die kenne ich inzwischen. Eine Feuerameise. Die brennt wie Feuer. So, wegstecken. Oh, und wen haben wir denn? Er hat einen neuen Schild.
Das möchte ich ihm aber nicht gönnen. Jetzt will ich es mal ausprobieren, aber ich den echt einfach... Hahaha, man muss nicht gegen ihn kämpfen. Dafür ist das wohl gedacht. Das ist nicht wirklich für eine Strategie. Das ist einfach nur zum Ausweichen. Und inzwischen bin ich doch ziemlich gut geworden gegen diese Pflanzen. Da war ich mal echt sehr noobiger. Um es mal im Neusprech auszudrücken. Wie komme ich jetzt dahin? Soll ich es mir jetzt holen? Ich glaube, das kann man nicht besser verbinden. Das bleibt nicht gleich von der Zeit her, die dafür aufgewendet wird. So. Ach so, kann ich von hier aus? Genau. Direkt weiter. Das war jetzt nicht so schwer. Jemand, der Twilight Princess gespielt hat, der kennt sich ein bisschen aus. Und das habe ich übrigens. Schön auch, wie ich dem Mikrofon zunick. Da ist ja die Webcam. Aber das Mikrofon ist ein toller Gesprächspartner, muss ich ja sagen. Wir hatten schon viele gemeinsame Stunden zusammen. Das versteht mich am besten. Zack. Wieder zurück. So. Wie weit? Bis es nicht mehr weitergeht. Bis es nicht mehr weitergeht. Und keiner mehr zu dir steht. Das klingt irgendwie wie ein sauerdeprimierendes Lied. Hoffentlich gibt es so einen Text nicht. So einen Liedtext. So. Hier runter. Und die Vögel kennen wir schon aus dem Höhlenheiligtum. Die sind mit der Peitsche zu besiegen. Kann ich die auch mit dem Greifhaken, wäre jetzt meine Frage, zu mir ranholen? Ich muss auf ihn warten, bis er seinen rausfährt. Ja. Okay, das... Hätten wir das geklärt, ich brenne. Ja, mit dir. Da mache ich keine Scherze. Wenn das Federvieh auf mich stürzt. Was ist das? Da könnte Feier mal was sagen, aber sie will nicht. Ach, ich glaube, es sieht aus wie für ein Peitschending. Aha. Ach, da kommt... Ja, genau. So ein verwegtes Blumenvieh raus. Sieht aus wie so, keine Ahnung, Fenchel. Ich mag Fenchel überhaupt nicht. Ich glaube, das ist eins der Sachen, die ich am wenigsten mag. So, geht das noch weiter oder hätte ich noch warten müssen? Gerade so gepasst. Mir kommt es aber zwischenzeitlich so vor, als würde ich ordentlich was verpassen hier und da mal. Mein eines Teenlicht geht gleich aus. Warum nur? Warum? Warum verweigert es so früh die Arbeit? Was mache ich jetzt hier? Ach so. Einfach immer nach dem nächsten Ziel gucken und dann geht's weiter. Wie im richtigen Leben. So. Oh, nein, nein, nein! Ich hab's doch gesagt. Ich hab's gesehen. Weh, ich muss jetzt von ganz unten anfangen. Ich habe noch gesehen, den Typ. Den Piranha-Typ. Für mich sind ja Pflanzen eigentlich alle weiblich, aber der war so fies, der muss männlich sein. Wie krieg ich den jetzt? Aha. Erstmal triggern. Und dann wie in Twilight Princess einfach abtrennen. Hätte ich gedacht. Es geht hier anscheinend nicht. Am Ende lande ich nur selber an dem dran. Hätte ich mal fallen Bogen. Es gibt eine andere Möglichkeit. Wir haben viele Optionen. Wir sind in Zelda. Jetzt bin ich natürlich... Halt doch, perfekt. Genau so macht's der geübte Held. Auf Lummerland. So. Dankeschön. Die Musik ist so... Ein bisschen wie in dem Heiligtum in Twilight Princess. Ich habe heute viele Verbindungen zu Twilight Princess. Vielleicht, weil ich so lange nicht mehr gespielt habe. Wird mal wieder Zeit. Ja, Schraufschlag! Der zweite ist natürlich ganz nett. Warum bin ich nicht mal unterstützt? Wo ist Bardo? Der hockt da beim Verwandten rum und da muss ich dann auch wieder hin, leider. Ist das jetzt das nächste oder... Ist das alles verwirrend? Mhm. Ich glaube, ich muss mehr in die Richtung. Und erstmal wieder anderes Item. Oh, bin ich da rechtzeitig? Ich glaube, das reicht. Nicht runter! Bin ich so schwer? Ich habe doch heute gar nichts gegessen, außer einen Döner und zwei Pizzen. Stimmt natürlich nicht. Der hält mich jetzt aber gut. Manche sind halt ein bisschen stärker. Manche essen Snickers, manche Mars, manche nur Twix.
Aber ich esse nur Kinder Maxi King für maximale Kinderkraft. Das klingt seltsam. Aha, das ist ein Kürzel zurück zum Start. Ohne 2000 Mark. Euro, 4000 Mark waren es. Wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, ich gehe erstmal hoch. Bin gar nicht sicher. Ich glaube, da war sogar zu, oder? Man muss. Was ist das für ein Gesicht? So ein Haus will ich auch, dass mein Gesicht als Schornstein hat. Oder als Blitzableiter. Wäre auch cool. Ich bewache dieses Haus. Gegen jede alle Stromstöße. Auch gegen EMPs. Ups. Ich glaube, da oben ist nichts mehr, oder? Abgesehen von Insekten. Aber die wollen wir ja jetzt auch nicht missachten. Wenn wir sie irgendwie noch zu fassen kriegen. Kann ich mich da hochziehen irgendwo? Rundherum, dumm, die dumm. Nein. Das hat sich nicht gelohnt. Vielleicht komme ich von innen nochmal nach oben. Manchmal muss man erstmal irgendwo rein und dann kann man erst was erreichen. Sehr schmale Tür. Und sehr groß für so einen kleinen Roboter. Der hat vielleicht oft Besuch von... Oh nee. Ach, ich dachte, was ist das denn? Aber jetzt muss ich schon ordentlich wieder was blasen. Erstmal hocke ich mich hin. Oh, was will sie? Zum Glück werde ich das derweil aufgeheilt. Gebieter, ich muss dich ermahnen. Ausruhen kannst du dir später. Jetzt solltest du zuerst nach der Seekarte suchen. Das sagt die Richtige, die ganze Zeit nur bei mir es sich bequem gemacht hat. Habe ich das Falsche rausgeholt gerade? Ich wollte eigentlich stehen holen. Hier muss es wahrscheinlich wieder irgendwo. Da war ja irgendwie so ein Typ gerade wieder. Da macht sich irgendjemand bequem in fremden Häusern. Oh, her damit, her damit. Nur her damit. Bernstein, Halbmond. Ich müsste mir die ganzen Bilder mal ansehen. Die sehen sehr bombastisch aus nach viel Abenteuern. Oh. Ist das etwa eine Seekarte? Würde mich ja doch sehr erfreuen. Ja, damit. Das ist sie. Da kann ich ja direkt wieder abhauen, theoretisch. Diese Karte stammt aus einer Zeit, in der diese Wüste nur noch ein Meer war. Titanic da hinten mit Robotern nachgespielt. Gebieter, dies ist die Seekarte des Kapitäns. Ich schlage vor, sie zurück zum Kapitän zu bringen. Sieh nur, Gebieter. Ich mag es nicht, mit Gebieter angesprochen zu werden, nur mal so. Wollte ich mir eh angucken. Das wird mir jetzt erspart. Eine riesige Galeere. Auf diesem Schiff ist Nairos Flamme versteckt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Mannschaft ebenfalls aus Robotern besteht, beträgt 90, ich würde sagen 100%. Das sieht man da ganz deutlich. Aber sie hat wohl keine tollen Augen. Ich schätze, dass der Kapitän inmitten seiner Mannschaft ein glückliches... Wie kommst du denn darauf? Nur weil er da ein bisschen mit Julian ein bisschen Schauspiel hat. So... Ging nicht die Melodie so? Bestimmt. Habe ich mal sagen lassen. Na, irgendwo muss es doch hier noch. Ich will nicht nochmal in dieses Haus gehen müssen, hier hoch. Ohne Abkürzung, falls es eine gibt. Deswegen möchte ich liebend gern jetzt schon den blauen Kristall finden, falls es hier einen gibt. Darf ich mich da umgucken? Nein, auch hier nicht. Ich wollte es mal wieder probieren. Gut. Alles kein Problem. Aber es gibt hier auch nichts mehr weiter anscheinend. Rubine. Sind das seine Haussklaven vielleicht? Sein Butler, sein Gärtner? Ja, geh noch auf. Das lohnt sich nicht wirklich. Kann ich hier noch lesen? An den Kapitän, vielen Dank für alles, deine Mannschaft. Fei ist ja sowas von scharfsinnig. Lieber Papa, liebe Papa, alles Gute auf der Arbeit. Ach, das sind seine Kinder. Was? Ich muss unbedingt meine Brusthaare stutzen. Die hängen schon ein bisschen nach unten. Gut, dann gucken wir, ob es hier noch irgendwas gibt. Ich möchte hier alles überprüfen. Da oben gibt es bestimmt noch irgendwas. Hm.
Riesiger Sonnenhut. Strohhut. Flugzeug. Fisch. Dartplatte. Schmetterlinge. Anker. Bilder. Schränke. Regale. Raus. Genug gesehen. Gut. Ich habe die Seekarte. Karte. Und sieht fast aus wie ein Smiley von hier aus. Wie gingen sie jetzt zurück? Das erfahren wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Lass spielen The Legend of Zelda Skyward Sword. Bis dahin.